Desserts kochen 15.12.2016 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video, Zutaten, Klammer auf für 4 Portionen, Klammer zu, 375 ml Wasser, 1175 Gramm Zucker, 1 Abgabe, Schale V1 Bombe, Zitrone, 1 Saft V2 Zitronen, 4 Esslöffel Weißwein, 11 Eiweiß, 1 Esslöffel, Puderzucker. Zubereitung: Erstens, das Wasser mit dem Zucker und der Zitronenschale aufkochen und durchsieben. Zweitens, Zitronensaft und Weißwein zufügen und abkühlen lassen. Drittens, im Gefrierschrank tiefkühlen, dabei für eine besonders feine Konsistenz alle 30 Minuten umrühren. Viertens, in der Zwischenzeit Eiweiß mit Puderzucker steif schlagen. Fünftens, Eischnee unter das Sorbet mischen, bevor es ganz gefroren ist. Sechstens, das Sorbet mindestens eine weitere Stunde gefrieren lassen. 7. Kräftig durchrühren, in Portionsgläser füllen. Nach Belieben zum Beispiel mit Minzschokolade oder Minzglättchen dekorieren.